Und jetzt ist das Ende da. Jawohl, Jubel bei den Ostdeutschen. Rotterdam erlebt am 8. Mai 1974 die Sensation im Europapokal. Magdeburg, ein Team der internationalen Namenlosen, schlägt den Titelverteidiger und haushohen Favoriten, den AC Mailand. Das sind die bis heute einzig erhaltenen Aufnahmen der größten Stunde für den DDR-Fußball. Die Fernsehzuschauer in halb Europa staunen damals über die Anzugsordnung der Ostdeutschen im weißen Bademantel zur Siegerehrung wie bei einem Udo Jürgens-Konzert. Aber warum das so war, das wissen die Helden von damals bis heute nicht so genau. Nach dem Spielschluss kamen die Stadionarbeiter und haben uns diese weißen Mäntel gegeben, weil es war sehr frisch an dem Abend. Ja, an dem Tag war ja Regen, damit sich keiner erkältet. Ich denke, auch ein schönes Geschenk, nimmst du mit nach Hause. Habe ich auch schon einen Koffer reingepackt. Auf jeden Fall hieß es, Bademäntel bitte alle wieder abgeben. Haben wir sie alle wieder abgegeben. Wir treffen uns in Magdeburg mit Wolfgang Seguin und Ulrich Schulze. Fast 40 Jahre sind seit diesem Abend in Rotterdam vergangen. Beim Kramen in Erinnerungen suchen wir nach den Gründen für den im Ostfußball einmaligen Triumph und landen beim Trainer. Heinz Krügel hatte das junge und erfolgshungrige Team geformt. Die Besonderheit, alle Spieler kommen aus dem Bezirk, einem Einzugsgebiet maximal 100 Kilometer rund um Magdeburg. Der Trainer, die absolute Respektsperson, setzt auf Kameradschaft und ist von sich und seiner Arbeit überzeugt. Ich habe mir vorgenommen, hier aus diesem guten Spielerreservoir eine schlagstarke und stabile Mannschaft zu formen. Er war ja nicht nur Trainer, er war ja Psychologe. Er hat gesagt, ihr seid nur meine Diamanten, ihr müsst nur noch geschliffen werden. Das hat uns so selbstsicher gemacht, dass wir daran nachher selbst geglaubt haben. Und dieser Glaube versetzt Berge. 1972 feiert Magdeburg die erste DDR-Meisterschaft. In den nächsten Jahren feiern die Magdeburger einen Erfolg nach dem anderen. Werden dreimal Meister, einmal Pokalsieger und holen unter Krügels Führung auch noch den Europacup. Dabei war seine Art nie unumstritten. Als junger Offizier hatte er die Kriegswirren miterlebt. Sein mitunter schroffer Umgangston sorgte in seiner langen Trainerlaufbahn nicht nur einmal für die Entlassung. Für Außenstehende konnte Krügels Art schon mal irritierend wirken. Ein Trainerkollege erinnert sich. Er empfing uns immer sehr würdevoll, ein junger Mann. Dann machte er eine Flasche Rotwein auf, holte er aus dem Schreibtisch. Wollten wir dann vor dem Spiel anstoßen. Aber damit du Bescheid weißt, ich habe meiner Mannschaft gerade gesagt, wir wollen flach spielen, euch aber hochschlagen. Unvergessen für die Ex-Spieler Schulze und Seguin die Einstimmung auf die Erstrundenbegegnung der Europacup-Saison 73-74. Krügel kommt von der Spielbeobachtung aus Holland und hat erfahren, dass sie gegen das unbekannte Breda im 50 Kilometer entfernten Rotterdam spielen, dem späteren Endspielort. Und hat gesagt, Jungs, guckt euch dieses Stadion an. Am 8. Mai ist hier das Endspiel. Und da wollen wir hin, ob ihr das glaubt oder nicht. Heute lacht ihr, hat er gesagt, aber wir können das schaffen. Das war seine Ansprache. Der Traum vom Finale scheint schon in Runde 2 geplatzt. Nach der 0:2 Hinspielpleite bei Banik Ostrava ist der Trainer sauer. Die Mannschaft reagiert und beschließt: Heute gehen wir richtig einen Saufen. Alle, ohne Ausnahme, bis morgen früh. Vor dem Rückspiel gegen die unbequemen Tschechen fordert der Coach eine harte Gangart, belässt es aber bei einer sehr knappen Ansprache. Ich hoffe, ich bin verstanden worden. Die ersten 10 Minuten möchte ich nur Zweikämpfe sehen. Wir haben die Worte richtig verstanden. Danach kamen 5, jetzt wird gespielt. Die Magdeburger sind nun nicht mehr zu stoppen. Den dicksten Brocken räumen sie im Halbfinale mit Sporting Lissabon aus dem Weg, stehen als erste DDR-Mannschaft überhaupt in einem Europapokalfinale und sind überzeugt, es auch zu gewinnen. Rotterdam, 8. Mai 1974. Das Cup-Finale wollen nicht einmal 5000 Besucher sehen. Die ostdeutschen Fans dürfen nicht. Die Anhänger von Milan wollen nicht.
Doch der große Favorit, trainiert von Giovanni Trapattoni, besetzt mit Weltstars um Gianni Rivera oder Karl-Heinz Schnellinger, hat keine Chance. Ein Eigentor von Lanzi und das 2:0 von Wolfgang Seguin entscheiden das Duell. Unmittelbar nach der Siegerehrung gibt es in der Kabine Zoff. Die Siegprämienhöhe von 225.000 Schweizer Franken ist von DDR-Verbandsboss Günther Schneider einkassiert worden. Krügel stellt ihn zur Rede. Schämst du dich nicht, hat er gesagt, sie wissen ja nicht mal für jeden Hunderter. Mal raus du hier 100 Schweizer Franken für jeden Spieler? Nö, ich bin ewig rechenschaftlich, nichts, gibt nichts. Muss man sich mal überlegen, das geht gar nicht. Das ist unfassbar, es ist unfassbar. München im Oktober 74. Magdeburgs Keeper bejubelt die 2:0-Führung im deutsch-deutschen Meisterduell. Eigentlich hätten die beiden Europapokalsieger den Supercup ausspielen müssen. Doch die DDR-Sportführung hatte den Magdeburgern eine Teilnahme untersagt. Offizielle Begründung: Terminschwierigkeiten. Als bei der nächsten Auslosung genau diese Ansetzung gezogen wird, glauben nur wenige wirklich an einen Zufall. Nach der unglücklichen Niederlage bei den Bayern nutzt Trainer Krügel die große Bühne für Werbung in eigener Sache. So wird die Pressekonferenz mit Udo Lattek zur Einmannshow. Bei uns ist Fußball ein Spiel. Bei uns geht's um nichts. Wir spielen mit, ja. Jawohl. War das nicht eine nette Unterhaltung bis jetzt? Bitte, erzählen Sie weiter. Was wollen wir noch wissen? Was denn noch? Der Sprüche da losgelassen, da waren wir eigentlich uns klar, das geht nicht gut. Die Meisterschaft 1975 wird für die Magdeburger der letzte Titelgewinn unter Heinz Krügel. Der Trainer steht bei den Sportoberen auf der Abschussliste. Nicht nur wegen seiner sehr selbstbewussten Art, vor allem, weil er die zentralen Vorgaben für die Trainingsarbeit völlig ignoriert. Heinz Krügel ist auch deswegen eliminiert worden, weil er sich geweigert hat, diesen Schwachsinn hier 40 oder 36 Stunden Training in der Woche mitzumachen. Krügel hat eben seine Ideen durchgesetzt. Und 76 war es dann zu viel der Ideen. Im Frühjahr 1976 gibt es für Magdeburg nur Meisterschaftsbronze. Nach der titellosen Saison erhält Krügel Berufsverbot. Wegen ungenügender Entwicklung der Olympiakader, so heißt es. Die Trainerlegende bekommt einen Job als Objektleiter einer Kegelbahn zugewiesen. Nach der Wende wird Heinz Krügel rehabilitiert und genießt die späte Anerkennung seiner Erfolge. 2008 stirbt er im Alter von 87 Jahren in Magdeburg. Heute trägt der Vorplatz des neuen Stadions seinen Namen. Der einstige Europapokalsieger spielt aktuell in Liga 4.